Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rail Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja, heute hier passend aus dem Dschungel. Wer wird Herrscher oder nee, König oder Königin des Dschungels? Ja, Leute, ich weiß es, ich werde es aber jetzt nicht sagen. Die meisten werden es von euch sowieso schon mitbekommen haben. Aber falls es irgendjemand nicht gesehen haben sollte, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Dann würde ich nämlich selber. Ah. Eine geile Staffel. Schade, dass es jetzt rum ist. So, also egal. Also Leute, wir gucken jetzt einfach mal in den heutigen Shop rein. Dann gucken wir mal, was hier so am Start ist. Hier haben wir jetzt aktuell immer noch den Mythic Teddy in Mamas Mojiganisch-Statue, geht noch 2 Tage in etwa. Dann haben wir hier nach wie vor die Pointillism Dogs. Gucken wir mal hier rein in den Reward Pool. Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated Therapy Dolls und Francine Smith. Dann haben wir diese ganzen Combo Masteries hier unten. Copy Sculptor und so weiter, Pointillism und Raw Metina und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall eine interessante Box aktuell. Auch interessant hier Mythic Tina am Start. Jetzt noch 3 Tage übrig, aber ja. Ich glaube kaum, dass irgendjemand, also gut, da muss man schon ganz schön viele Gems reinballern, um die zu bekommen. Also hier haben wir Rod Rodriguez, Surreal, Graffiti Mural, Mutilated Therapy Dolls und Lois Griffin. So, auf jeden Fall ein interessantes Pack. Ja, dann sind wir auch schon soweit. Gehen wir hier oben in die Meisterschaft rein. Gucken wir mal, hier ist Customer Number One oder Number One Customer. Ja, was kann der denn? Was kann denn der Customer Number One? Gucken wir uns den mal an. Customer Number One. So. Jetzt dieser da. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich wieder da. Da durcheinander. So, Customer Number One ist dieser hier. Warum ist es so verschoben? Jedes Mal. So, also. Dann haben wir hier einen Teddy. Mit Restaurantkarten kommt der Customer Number One. Kinder nicht nachmachen, nicht mit Steinen werfen. Nein, 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 nein. Mauer und da unten gibt es Leben mit hinzu, wenn man eine Combo spielt. Aber keine besonders gute Karte, beziehungsweise keine besonders gute Combo. Deswegen klicken wir die auch gleich schon wieder weg. Jetzt hier eine Combo, die habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Kenne ich noch gar nicht. Wird seinen Grund haben. Boomhauer spiele ich eben nicht. Der Mimehauer. Gucken wir uns den mal an. Mimehauer ist ein Boomhauer mit. Ja, okay, alles klar. Das ist der Grund, warum ich diese Combo nicht kenne. Mit Hank Hills Haunted House. Mit einer Common-Karte. Ja, wunderbar. Ist das nicht schön? Unfassbar. Also warum macht man so eine Karte? Aber egal. Also, und dann klicken wir die auch schnell wieder weg. Der Mimehauer. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einer Combo, die war, als es um Fighter ging, echt eigentlich ganz nice. Sticking Hank ist eine defensive Combo, was hier mit heilen. Einmal alle heilen, dann Mauer. Dann Revanche. Ja. Jetzt gehen wir mal hier weiter runter. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir maxen das Ganze mal und schauen wir uns das Ding mal an, weil ich bin echt am Überlegen, ob ich es mir holen soll oder nicht. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher aktuell. Ich muss mir das selbst jetzt auch nochmal erstmal anschauen. Also. Oh, 14-fach alle heilen. 17er Mauer, 23 Angriff, 57 Leben, 16-fach Revanche. Das ist doch schon mal nicht von schlechten Eltern. Hier mit einer That's My Parfait 18-fach Revanche, 16er Burger, 18er Mauer, 25, 60. Und das ist vor allem alle heilen, ja? Ich meine, Leute, das ist echt mega geil. Das ist wirklich, das ist gut, ja?
Es ist halt die Frage, ne? Was tun? Was tun? Ich klicke jetzt erstmal zur nächsten Kombo, dann gucken wir uns die noch an und dann entscheide ich, was ich mache. Weil die nächste Kombo ist auch eine, die mich auch reizt. Da ich den Roger ja gerne spiele und den oft spiele. Es ist jetzt keine Hammer-Kombo, ja, aber es ist halt eine Kombo, die du auch sehr schlecht klein bekommst. Ja, wobei es geht. Hat nur 19-fach Leech. Da gibt es bessere. Roger in Disguise. Ich habe den Roger in Disguise schon diverse Male gespielt, wenn ich den einfach nur retten wollte. Ja, den Roger. Aber 19-fach Grace ist jetzt, Leech ist jetzt nicht so der Oberbringer. Das heißt, Roger in Disguise fällt für mich jetzt erstmal raus. So, und dafür hole ich mir eben den Sticking Hank. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt gerade mal wieder zurück. Zam, bam, Sticking Hank, kaboom und ist gekauft. Das Ding ist auf jeden Fall geil. Ja. So, jetzt können wir auch gleich mal schauen, wenn wir den jetzt geholt haben, können wir auch gleich mal schauen, wie sich die Werte entwickeln würden bei dieser Karte. Immer ums Erforschen rein. Dürfte momentan, glaube ich, noch nicht mal irgendwas drin sein. Genau. Das wollte ich sowieso noch machen wieder. So, also. Schauen wir mal. Und so entwickelt sich das. Also ihr habt dann jetzt hier anstelle von 12-fach Revanche 13-fach Revanche, anstelle von 9, 10, 12, 13, 18, 39. Das heißt, hier würde in dem Fall nicht aufgerundet werden. Wir kriegen 3 mehr, da kriegen wir 2 mehr. Bei 16 wird aufgerundet. Naja, auch wieder komische Mathematik. Egal, also das Ding werde ich mir auf jeden Fall jetzt hier mal gönnen. Und dann schaue ich mal, welche Kombos ich jetzt noch erforsche. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.